Hallo Leute und willkommen zu einem ganz neuen Gameplay. Ich spiele heute hier mit der SA ein ganz gutes Team Deathmatch. Team Deathmatch, kennt ihr Team Deathmatch? Auf jeden Fall ein Team Deathmatch Spiel. Und es geht ganz schön gut ab. Ist jetzt nicht von mir gespielt, ist von einem Kollegen gespielt. Ihr könnt seinen Account unter Uncutboy unten Strich finden. Addet den Jungen, guter Junge. Auf jeden Fall ist ein Alltimer, hat sehr viel World at War damals gezockt und dann Modern Warfare und jetzt zockt er nichts mehr. Aber was soll's, auf jeden Fall hat er es drauf. So, er hat hier jetzt die SA-805, glaube ich. Und ich habe ihm gesagt, so wo er dieses Gameplay gespielt hat, hör mal, du hast sie nicht mehr alle. Ich habe gesagt, komm mal, was willst du mit der SA? Die kann doch gar nichts, ne? Habe ich mir so gedacht. Aber dann hat er mir das Gegenteil bewiesen. Und zwar, die SA ist eine mega geile Waffe. So, obwohl der hier mit der AK, wie heißt hier, die AK-12 chillt und hier mit der Bulldog gekillt wird, kann er es eigentlich. Kann er es eigentlich, das kann er. Auf jeden Fall dachte ich mir, komm, was machst du mit der SA-805? Und dann habe ich gedacht, okay, die Waffe ist ja doch gut, ne? Die Waffe ist ja doch gut. So, ich wollte aber was ganz anderes ansprechen. Und zwar ist, finde ich, dass ich wegen diesem Game... Game-Spiel. Ich habe hier heute irgendwie so einen Kater. Ich weiß es nicht. Ich kann heute gar nicht gut sprechen. Auf jeden Fall dachte ich mir, ist das denn für ein Feedback, was ich bekommen habe? Wegen dem Gewinnspiel, ne? Okay, man gibt... ich krieg ja... Es ist ja sowas wie ein Geben und Nehmen, ne? Ist ja sowas wie ein Geben und Nehmen. Ich gebe ihnen die 20 Euro PSN-Karte und sie geben mir dafür Abonnenten, so. Und ich dachte mir, was ein geiles Feedback ich bekommen habe. Ich hatte innerhalb 10 Tagen irgendwie 14 Abonnenten mehr. Und dann dachte ich mir, komm, das hast du sehr gut gemacht. So, aber Leute, verbreitet dieses Video. Denn ich möchte, dass jeder eine Chance wird. Denn es ist wirklich nicht schwierig, bei mir zu gewinnen. Denn die Quote liegt ganz gut. Also ist ganz gute Quote. So viele kommentieren das gar nicht. Die PSN-Karte geben werde, wann das Video kommt, werdet ihr sowieso, steht sowieso in der Beschreibung meinem Gewinnspiel, was ich am Ende nochmal verlinken werde mit dem Outro. Darauf könnt ihr natürlich klicken. Was ich noch ansprechen will, was ich noch in der Zukunft plane, ich habe mal so gesagt bekommen, dass es so langweilig wäre ohne mit der Facecam. So, dann, um ehrlich zu sein, habe ich mir das schon überlegt. So, ich wollte eine Facecam reinbringen. So, aber da ich eine nicht so gute Webcam habe, also die nicht HD-bereit ist, HD-ready also, dachte ich mir, komm, das hat gar keinen Sinn, wenn ich das hier jetzt reinbringe. So, aber jetzt will ich da sowas reinbringen, jetzt muss ich mir nur noch die Cam besorgen, so. Wenn ich mir die Cam besorge, dann klappt doch alles. Dann klappt auch wirklich alles. Und dann kann ich auch mit der Facecam spielen und dann ist das Ganze auch viel spannender. Und dann könnt ihr mal sehen, wie der Gameplay wirklich in echt aussieht. Ich finde, es ist eine ganz gute Idee, die Facecam reinzubringen. Und da habe ich gerade eine Nachricht bekommen, mitten drin, ne? Habe ich jetzt eine Nachricht bekommen? Auf jeden Fall dachte ich mir so, okay, bringst du die Facecam rein, bringst du ein bisschen Spannung rein und es ist dann auch viel unterhaltsamer. Das finde ich auch, denn wenn man auch einen Einblick hat mit einer Facecam oben links oder oben rechts, wo ich die auch immerhin übertragen kann, dann ist das Ganze viel, viel interessanter. Was ich noch so sagen kann, ja, zum Gewinnspiel auf jeden Fall gutes Feedback und, ich hoffe natürlich, ich habe große Ziele, so. Ich habe sehr viele große Ziele. Ich hoffe, dass wir eine ganz große Community werden. Dass wir irgendwann eine ganz große Community und mehr Fans dazu gewinnen. Aber dafür brauche ich natürlich eure Unterstützung. Ihr müsst einfach mich teilen. Ihr müsst da, wenn ihr mich gut findet, dann teilt mich. Wenn ihr mich nicht gut findet, dann hasst mich, ne? Ja, da kann ich nichts für. Aber es wäre natürlich sehr schön, wenn ihr mich teilen würdet. Ich will eine ganz große, nicht so eine große, aber ich will so eine Community aufbauen, wo ich schon permanent irgendwelche Zuschauer habe. Habe ich jetzt auch, aber einfach sehr viele Zuschauer. Denn ich glaube, ich habe es verdient. Ich habe das Potenzial. Denn ich meine, meine Videos sind schon professionell genug und ich arbeite an mir immer noch. Das ist ja das Geile. Ich versuche meine Videos immer... Was hat der jetzt auf einen Teamkameraden geschossen, was ein Fail ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall dachte ich mir so, ich kann das. Ich habe das Potenzial und ich muss immer professioneller werden. Und ich werde es auch versuchen, immer professioneller zu werden. Aber ich glaube, für 560 Abonnenten, oder ne, 575, sorry, für 575 Abonnenten bin ich doch eigentlich schon professionell genug, wenn ich mal meine hier ein oder anderen sehe, wie die, wie unprofessionell die hier ihre Videos machen, aber trotzdem Erfolg haben, weiß ich auch nicht. Also das Leben ist ja nicht immer fair. Auf jeden Fall werde ich ab 630 Abonnenten die Auflösung vom Gewinnspiel bringen und ich wünsche euch auf jeden Fall viel, 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 viel Glück. Und was ich noch sagen will, kleine Info am Rande,
Ich habe mir die PS4 besorgt, so es kommt in 2, 3 Wochen, ich weiß es nicht, wann die kommt, wann Sony halt Bock hat oder Amazon Bock hat. Dann kommt meine PS4 halt. Und wenn ich die PS4 habe, dann hole ich mir auch noch das Aufnahmegerät Elgato Gaming. Und wenn ich das Elgato Gaming auch noch habe, dann ist ja alles gut, ne? Dann können wir auch für das Ganze in Full HD uns anschauen und dann ist der Gameplay in Full HD zu sehen. Aber ich finde auch, das mit der Elgato Gaming, das muss nicht sofort sein, denn ich scheiß ja kein Geld oder bin ja kein Millionär, ne? Kann ja ein bisschen warten. Ich muss mir ja noch die PS4 besorgen und so weiter und so fort. Dafür muss ich ja auch noch Geld brettern. Und so lange können wir auch ein paar Gameplays vom Ghosts auf PS3 hochladen. Das war's mit dem Video in 17:05. Man sieht sich, euer Gameplus. Help you.